Hallo, mein Name ist Leander Sukow und ich bin nicht nur Schriftsteller, sondern auch Verdi-Funktionär. Ich bin der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Bin Mitglied im Bezirksvorstand vom Fachbereich 8 Würzburg-Aschaffenburg und auch im Übergangsvorstand zur Neuorganisation von Verdi. Ich bin also sozusagen in Organisationen der Arbeit, der Bewegung aktiv und ich bin Mitglied der Linken und über meine kleine Partei wundere ich mich immer wieder. Ich war früher unter anderem in der SPD und bei aller schrecklichen Politik, die diese Partei unter Schröder gemacht hat und die auch schon unter Lafontaine und Engholm anfing mit dem Asylkompromiss und der Billigung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dem sogenannten Petersberger Kompromiss, ist es für mich einfach undenkbar, dass hochrangige Funktionäre der SPD in einer völlig unsolidarischen Art und Weise von außen versuchen, mit Mitgliedern anderer Parteien einzuwirken auf die eigene Parlamentsfraktion. Das habe ich so nie erlebt. Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber es ist für mich undenkbar. Nun hat das was für mich mit Tradition der Arbeiterbewegung zu tun. Und ich glaube, da ist einer der Probleme, ist eines der Probleme der Linken. Die Linken verstehen sich viel zu wenig als Partei und viel zu sehr als Bündnis. Aber die Linke muss eine Partei sein, sonst wird sie untergehen. Und dazu gehört ein gewisses Grundmaß an Solidarität. Und zu diesem Grundmaß an Solidarität gehört, dass Leute, die aktiv am Parteileben teilnehmen, als Basismitglieder, als Funktionäre, nicht hingehen können und Briefe schreiben, die von außen gegen einzelne andere Mitglieder der Partei gerichtet sind. Dass das Leute machen, die Mitglied in einer Organisation sind und die man eigentlich nie sieht, weil die zahlende Mitglieder sind und dann ihr Mütchen kühlen müssen. Mein Gott, das kommt überall vor. Aber dass die Leute, die die Partei tragen, das tun, das ist nicht richtig. Damit macht man die Partei kaputt. Damit schwächt man auch die eigene Position, denn die kann ja richtig sein. Das muss man lernen. Und wir müssen endlich auch dazu kommen, immer so nicht so viel Angst zu haben, was falsch zu machen. Die ganze Diskussion um das verheerende Wahlergebnis der Linken ist eine reine Angstdiskussion. So kommt man natürlich nicht wieder auf 9 oder 10% aus dem Keller heraus. Das kann man nur machen, wenn man aufhört, im Dunkeln herumzustehen und zu pfeifen. Man muss auch die Treppe nehmen und ins Erdgeschoss gelangen. Sonst hat man gar keine Chance. Aber dazu gehört auch eine gewisse Ruhe in der Analyse. Und die Ruhe in der Analyse bedeutet auch, dass man sagt, in der Pandemie ist eine Partei, die so schlecht aufgestellt ist im digitalen Raum wie die Linke, relativ verloren, weil uns der Wahlkampf in der Öffentlichkeit gefehlt hat. Weil in der Auseinandersetzung um die Möglichkeit eines Richtungswechsels in der Politik durch die Wahl von SPD und Grünen sind wir natürlich auch nochmal geschädigt worden, weil Leute dann gesagt haben, dann wählen wir jetzt zur Sicherheit lieber den Olaf Scholz. Das kann man doch ruhig und vernünftig analysieren und dann kann man hingehen und zusammen eine Strategie entwickeln. Und diese Strategie muss auch die abweichenden Meinungen berücksichtigen. Wir müssen aufhören, so zu agieren, wie wir agieren. Wir müssen eine Partei sein und eine Partei, die solidarisch Streitigkeiten austrägt und nicht unsolidarisch aufeinander einschlägt. Sonst funktioniert es nicht. Reißt euch doch um Himmels Willen am Riemen. Sonst sind wir irgendwann weg vom Fenster. Und das will doch keiner. Es kann auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, für die sozial schlechter Gestellten, für die finanziell schlechter Gestellten, für die, die im Bildungssystem nicht ankommen, für die Queeren,
für die Leute, die mit Migrationshintergrund hier rassistischen Angriffen ausgesetzt sind, kann es doch nicht sinnvoll sein, dass sich die Linke, die Partei, die am meisten für sie spricht, die die vernünftigsten Forderungen in den Bereichen aufstellt, sich selbst zerlegt, weil einige immer der Meinung sind, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Hört auf damit und kommt zu euch. Danke.